Willkommen zu Frequent Traveler TV, frisch rasiert, frisch gepresst die Folge. Heute Themen, die wir euch am heutigen Sonntag bringen, sind zum Beispiel Flughafen Nürnberg, Etikette. Es gibt da einen Hinweis in der Pressemitteilung, dass man sich benehmen soll am Flughafen und im Flugzeug. Bei Qantas ist das so, da hat ein Kollege das nicht getan, der ist gesperrt bis 2030. Condor hat eine nagelneue Maschine in Grün. Es ist sogar doppeltes Grün. Werden wir auch drauf eingehen. Und wir haben El Al. Die fliegen nicht mehr nach Südafrika aus Gründen. Und wir haben was aus dem Thema Meilenpunkte und Status. Und zwar geht es da um One Rewards. Da gibt es einen neuen Mitgliederbonus und vor allem auch einen Silberstatus. Was haben wir noch? Raisin Rewards, da könnt ihr bis zu 7.000 Bonuspunkte bekommen. Ich sag mal, so ist jetzt nicht die Burner-Geschichte, aber besser als nichts. Ne? Ihr wisst ja, wie immer, so ist das. Gucken wir mal, der Hund rennt hier rum, so ist das mit dem Hausdackel. So, erste Folge, hätte ich fast gesagt, erstes Thema, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert, denn ohne eure Kommentare sind wir nur die Hälfte wert. Das ist so. Und Kanalmitgliedschaft. Und denkt an Stammtisch kommen. Monat wird was geben. Und wir haben ein Mitglied und einen Abonnenten, glaube ich. Ja, doch, Mitglied, Abonnent. Der hat was Besonderes. Da werden wir auch noch was machen. Ich bin mal gespannt. So. Flughafen Nürnberg. Und zwar Flughafen Nürnberg, den habe ich mehr frequentiert, als es mir lieb war in meinem Leben, weil ich bei der Bundeswehr in Rot war zum Grundwehrdienst. Das war aber allerdings Anfang der 90er Jahre. Ich habe den Flughafen gemocht, kurze Wege, kurze Liebe, kurzes alles, weil es nur 3 Monate Grundi war. Aber ansonsten ist der Flughafen genauso, wie er war, hat immer noch die Bahn in die Stadt. Nürnberg, eine geile Stadt. Aber der Albrecht-Dürer-Flughafen, wie er heißt, hat mit seinen 3,9 Millionen Passagieren, die 2023 die citynahe Lage ausgenutzt haben, so wie es in der Pressemitteilung heißt, also genutzt haben, umfangreich Serviceangebote und so weiter, ist es so, dass Beleidigung am Check-in-Schalter, zu viel Alkohol, Vandalismus, also Fehlverhalten von Fluggästen, so sehr überhand genommen haben, dass einige auch von Flügen ausgeschlossen worden sind. Deshalb sagt der Flughafen in der Pressemitteilung, dass man sich benehmen soll, dass auch die Polizei natürlich hingezogen worden ist und dass man natürlich im Interesse des Airport-Personals in überwiegender Mehrheit der friedvollen Fluggäste gilt daher ein Regelwerk des guten Benehmens. Und diese Verbalattacken, Gewaltandrohungen oder Beleidigungen werden nicht mehr toleriert und können zu einer Anzeige führen. Also es ist schon schlimm, dass dieses Fehlverhalten, was meistens leider alkoholbedingt ist, dort am Flughafen, dort dann nochmal manifestiert werden muss in Form von einer Pressemitteilung. Natürlich, wenn Leute alkoholisiert sind, Party machen, dann ist das natürlich irgendwo auf der einen Seite verständlich, aber auf der anderen Seite sollte man doch zumindest die Courtesy, wie das so schön im Englischen heißt, oder das Benehmen haben, dass man es nicht übertreibt. Und dann sollte man natürlich auch wissen, dass man auf der Blacklist der Fluggesellschaft landen kann, wenn man dort zu viel Schabernack treibt, um es mal so zu halten. Die Liste der Airlines wird auch immer länger, also heißt es, dass es natürlich auch ein Sanktionsmittel des Flugverbots geben kann in Form von Hausverbot am Flughafen Nürnberg. Das heißt also, ihr dürft in Nürnberg gar nicht mehr in den Flughafen rein, um abzufliegen. Das ist natürlich ein Riesenproblem.
Also insofern ist es so, dass das Flughafenteam appelliert an euer Benehmen. Ich persönlich finde es schade, dass wir dieses tun sollen und tun müssen, denn gutes Benehmen sollte eigentlich kein Glücksfall sein, sondern sollte eigentlich der Normalfall sein. Oder wie mein Musiklehrer, der Herr Reimann, immer gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, wahrscheinlich nicht, aber er hat immer gesagt, mitteleuropäisch, zivilisiert und kultiviert. Das sollte so sein, dass wir uns da normal verhalten. Wer sich nicht normal verhalten hat, das ist ein Kollege, der ist geflogen mit der Qantas und die Qantas hat reagiert. Und jetzt wollen wir da mal kurz in das ganze Thema einsteigen. Und zwar ist es so, er hat der Dame, eigentlich sind es zwei Damen, weil er hat zuerst der Dame im Mittelsitz, er saß am Fenster, den Arm und der Brust dazwischen die Innenseite der Oberschenkel, also im Englischen heißt das Inner Tights, berührt. Das ist so. Dann ist er zu den Mittelsitz gegangen und hat dann, weil die Dame ja weggesetzt worden ist, hat er dann Unwarranted Conversation, also quasi eine unerwünschte Gesprächsführung gemacht mit der Dame, die dann noch saß am Gangsitz. Und dann hat er ihr auch noch Drinks ordern wollen, obwohl sie gesagt hatte, dass sie schlafen möchte. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass der Kollege dann, als er gelandet ist, ein Problem gehabt hat. Und zwar ist es so, dass er dort dann von den Freunden der Qantas gesperrt worden ist. Und zwar im Flug London-Singapur war das am 3. November 2023 und er ist gesperrt worden für 7 Jahre, also das heißt bis 2030. Und jetzt kann man natürlich da ein bisschen drüber philosophieren. Man muss beide Seiten hören, ne? Ist ja immer so. Ich bin jetzt aber hier auch nicht jemand, der da dann auch lange Federlesen macht, weil wenn die Damen das behaupten, die haben ja keinen Grund, das zu sagen, unabhängig voneinander, wenn der Kollege 64 Jahre alt das gemacht hat. Und ja, also ich denke mal, dass das ein Riesenthema ist, was da passiert, aber interessanterweise hat Qantas ihm auch die Möglichkeit gegeben, dort nochmal eine Art Revision zu machen. Und zwar ist es so, dass diese Revision jetzt am 25. Januar, also Donnerstag, war es Donnerstag? Ja, war Donnerstag, abgelehnt worden ist und man gesagt hat, nee, wir bleiben dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das machen? Und da muss man natürlich sagen, ja, Qantas hat Hausrecht. Die haben das ja auch schon vorher gemacht, 12 Monate Bann für einen Rugby-Spieler zum Beispiel, der einen Flugbegleiter oder Flugbegleiterin abused hat, also da unflätig war. Dann gab es einen Mann, der Meringe the Face, also das heißt, der da den Alan Joyce, der ja auch offen schwul ist, also das ist der ehemalige CEO, hat da dann auch natürlich nicht dafür gesorgt, dass man ihn weiter befördern wollte und sollte. Und da sind natürlich einige Sachen. Aber ich glaube am Ende des Tages, dass es diesen Appeal, also diese Möglichkeit der Revision geben muss, dass man gehört wird, das gibt die Qantas. Aber wenn solche Fälle dann eindeutig sind, sorry Freunde der gepflegten Gastlichkeit, Pech gehabt. Wer jetzt denkt, hey, Qantas kann ich doch buchen über Emirates. Ja, auch gebucht, gesperrt. Dann Jetstar ist die Tochter, auch gesperrt. Und das ist auch ein Kandidat, der wahrscheinlich bei der Oneworld gesperrt wird. Heißt also, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, ey, ich möchte mich unflätig benehmen, tut es nicht. Denn Fluggesellschaften, zum Beispiel bei der Lufthansa, dann werdet ihr ja bei der Lufthansa gesperrt, bei der Austrian, bei der Swiss, vielleicht bei der Alitalia, ITA oder wie die Bude dann heißt, wenn sie überhaupt so kommt, bei der Eurowings, bei der Andromeda und wenn alles Schlag auf Schlag kommt, dann auch bei den Freunden der Starlines. Gut, wenn die SAS rausgeht, hätte der vielleicht da noch eine Skyteam-Möglichkeit. Aber Scherz beiseite, ist es so, dass ihr auch der Meinung seid, dass solche Passagiere gebannt werden sollen? Und vor allem, wie soll so eine Revision aussehen? Sollte das aushäusig sein? Sollte das innerhalb der Airline sein? Also wie sollte das gestaltet werden aus eurer Sicht? Deshalb lese ich euch die Frage des Tages vor. Wie sollten Passagiere gebannt werden? Gebannt?
verbannt oder behandelt werden? Und sollte es eine Art Revisionsmöglichkeit geben? Ich glaube, man muss die Frage nochmal ordentlich abarbeiten. Aber schauen wir mal, bis der Text online geht und die Sendung ist das behoben. Also die Frage des Tages für euch. Keine Fragen hat El Al, wenn es darum geht, dass man nicht nach Südafrika fliegt. Und Südafrika hat einen harten Stance. Und zwar ist das so, zweimal in der Woche ist die El Al nach Johannesburg geflogen. Und damit ist jetzt erstmal Schluss mit Mustig. Die nationale Airline von Israel hat gesagt, wir fliegen da nicht mehr hin. Und zwar ist das Ganze politisch. Natürlich ist das politisch. Und zwar im Dezember hatte Südafrika Klage eingereicht gegen Israel am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, denn man wirft Israel Völkermord vor. Und die Völkermordkonvention, gegen die, so ist das richtig formuliert, verstoßen ist so, dass Israels Luft- und Bodenangriffe darauf abzielen, die Zerstörung der Bevölkerung von Gaza voranzutreiben und damit quasi sogar auch einen Genozid zu betreiben. Die deutsche Regierung, die USA, sehen die Klage als unbegründet an und Israel hat auch sogar den Internationalen Gerichtshof gebeten, diese Klage abzuweisen. Aber die haben gesagt, nö, wir gucken uns den ganzen Quatsch an. Aber man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern schon immer nicht ganz so prickelnd waren. Man möchte sich jetzt da in Den Haag mit dem ganzen Thema jetzt beschäftigen. Und es gibt auch freie Kapazitäten. Und man werde die Langstreckenkapazität durch den Stopp der Südafrika-Flüge, die frei werden, anderweitig nutzen. Zum Beispiel in die USA, nach Südostasien oder nach Japan. Na ja gut, sind pro Woche zwei Stopps. Also bin ich mal gespannt, was da passiert. Auch hier könnt ihr unten schreiben, ob das aus eurer Sicht Sinn macht oder nicht. Und jetzt gebe ich euch mal ein Bild. Hier, da ist es. So sieht ein Flugzeug aus, wenn es grün ist. Das ist ein Airbus A321neo, ganz unverkennbar von der Condor und zwar in einem Doppelgrün. Einmal erkennt man natürlich am Leitwerk die Ringelsockenoptik und man fragt sich natürlich auch immer wieder, welche Farbe hat die Bude? Sie ist grün. Und ein Flugzeug ist auch grün, wenn es unlackiert ist. Das Flugzeug ist noch nicht fertig. Die Triebwerke fehlen auch noch, deshalb seht ihr, dass es da gepult wird. Die erste Kennzeichnung für diese Maschine. Einsatz ist Delta Alpha November Mike Zulu. Im Moment hat sie schon eine Registrierung sie hat sogar eine Registrierung von Airbus. Und zwar ist die Registrierung von Airbus, warte, ich mache mal wieder mein Bild hin, damit ihr mich seht, ist die Alpha Zulu X-Ray Juliet. Das ist die, solange sie halt bei Airbus ist und dann den offiziellen Termin, den haben wir auch noch nicht bekannt gegeben, aber wir wissen, dass Airbus 28 A321er Neo an die Condor schickt und die sollen zwischen 2024 und 2029 ausgeliefert werden. Wir gucken auf die Uhr, 2024 kann also relativ schnell gehen. Hoffen wir es auch. Cooler Flieger, coole Geschichte. Ich bin mal gespannt, was dort passiert. Oh, haben wir jetzt vergessen, bei der Condor die Zeit einzutragen. Das machen wir dann auch nochmal schnell. Dann gehen wir doch mal einfach die 12:16 ein. Gucken wir mal, was da passiert. Jetzt haben wir One Rewards. Bei One Rewards ist es so, dass die jetzt Neukunden einen Rabatt geben. Und zwar ein Welcome Gift. Und zwar, ihr bekommt 1000 Punkte im ersten Moment, wenn man am Frontdesk die Membership macht. Also da quasi im Hotel dem Programm sich frönt. Aber es gibt dann noch eine E-Mail, die gibt 4000 Punkte zusätzlich. Also das ist natürlich auch eine Geschichte. Und wenn man dann nochmal als vierten Punkt noch einen Stay macht, dann bekommt man sogar einen Silberstatus geschenkt. Mal gut, man kann jetzt natürlich sagen, was bringt mir der Silberstatus? Mehr als 20% mehr Punkte kann man jetzt ehrlicherweise als einziges Benefit geben, aber alles andere ist halt überschaubar. Auch, dass die Punkte nicht verfallen, das kann man natürlich auch nochmal als Benefit nehmen. Ich denke mal, dass das eine coole Sache ist, wenn man am Frontdesk da
sich zur Mitgliedschaft entscheidet. Hyatt macht es nicht, Hilton macht es nicht, Marriott macht es nicht, dass man einen Bonus kriegt. Also Sign-up kannst du immer machen, aber Punkte gibt es halt nicht. Und jetzt haben wir nochmal alles in den Topf geworfen für unsere Freunde der Radisson-Gruppe. Und zwar bei Radisson gibt es heute auch bis zu 7.000 Bonuspunkte. Eigentlich nur bis zum 26. März müsst ihr dann den Aufenthalt machen. Gebucht werden muss bis zum, haben wir auch ein Datum, bis wann gebucht werden muss? Nee, 26. Januar bis 26. März. Ansonsten steht da jetzt nichts, bis wann es gebucht worden muss. Ich sehe es nicht auf den ersten Blick, aber ihr müsst euch halt für die Promotion anmelden. Wichtig ist auch, dass die Radisson Hotels in den USA nicht dran teilnehmen. Für den ersten Aufenthalt gibt es 500 Punkte, für den zweiten gibt es 3.000 und für den dritten sind es 3.500. Damit sind das dann zusammen nach drei Aufenthalten 7.000 Punkte. Auch hier wieder muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ist jetzt nicht so die richtig geile Promotion. Aber hey, wie war das nochmal? Auch in der Not frisst der Teufel Brot, ne? Oder so ähnlich. Ich wollte zumindest darauf hinweisen, ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr davon von dem Thema haltet. Und die Frage des Tages lese ich euch auch nochmal vor, im Prinzip, dass ihr die beantworten könnt. Und zwar, wie sieht es aus mit dem Thema der Freunde von Nichtbenehmen? Wie sollte man damit umgehen? Sollte man sie bannen? Wie sollten sie gebannt werden? Und dann als letztes Teilthema, soll es dann eine Revision geben? Sollte das eine Revision sein, die dann nicht bei der Fluggesellschaft, wie in dem Fall bei der Qantas war, sondern vielleicht Europäischer Gerichtshof, ich weiß es nicht, in Den Haag. Denkt dran, auch wenn ich frisch rasiert bin, Haare schön habe, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren. Ihr könnt euch auch lustig machen über meine Haare, also ich bin da ganz tiefenentspannt. Und ich freue mich und denkt dran, grapschende Passagiere mag keiner, auch der Flughafen Nürnberg nicht. Und dafür gibt es für euch jetzt den Abspann. Ich werde heute zu einer Party gehen. Wir haben hier heute in der Villa Premium Deluxe die Geburtstagsparty. Und schauen wir mal, wer alles kommt. Also, bis dann. Ciao. Thank you.